Morgen, dritter Tag, Trainingslager. Die Mannschaft passt aktuell sehr gut zusammen. Es wird sich dann zeigen, wenn es dann wirklich mal in Ligabetrieb geht, wie das dann aussieht, wenn dann mal vielleicht der ein oder andere Spieler auch weniger spielt, wie wir dann damit umgehen, Spieler, Trainer. Aber ich denke, die aktuelle Situation ist sehr, sehr gut. Ich denke, die neuen Spieler sind gut aufgenommen worden, die jungen Spieler sind gut aufgenommen worden. Wir haben gestern auch nochmal einen Teamabend gehabt, wo wir eben auch nochmal viel miteinander geredet haben, gute Gespräche gekommen sind. Und denke, es war ein guter Anfang auch im Trainingslager. Also zum Training war es so, dass wir die Schwerpunkte mehr oder weniger so legen, dass wir gesagt haben, wir wollen am Anfang die Belastung hochhalten. Jetzt ist heute Abend das Spiel gegen Hauzenberg, wo wir einfach sagen, wir wollen mal wieder auch Tore erzielen. Wie das dann läuft, werden wir dann sehen. Ich denke, das Spiel gegen Landesligisten ist immer wieder eine gute Charakterfrage, auch ob wir dann auch alle Gas geben können. Die Jungs sind vielleicht ein bisschen müde, aber ich denke, alles in allem sind sie noch bereit, Kraft zu haben fürs Spiel am Abend. Servus und für Gott aus Sonnen, heute Sascha Kopp bei mir, bei Schnödel24TV. Sascha, du als Neuzugang, die erste Frage, die ich dir stelle, was denke ich mal die weiblichen Fans interessiert, bist du Single? Hallo liebe Schnödel-Fans, muss ich euch leider enttäuschen, ich bin glücklich vergeben. Man munkelt, dass du eine Wohnung mit deiner Freundin geopfert hast für eine wunderschöne WG. In Schweinfurt. Stimmt das? Ist da was dran? Ja, also die Schnüdelfans sollen wissen, dass du ja eine Legende bei uns in der Region bist. Und als dann die Anfrage kam, mit dir eine WG zu ziehen, da musste ich nicht zweimal überlegen. Und genau, dann habe ich die Wohnung zu Hause geopfert, um mit dir in die WG zu ziehen. Wenn du so vergleichst, Schweinfurt, Offenbach, was sind die Unterschiede? Offenbach ist ja wirklich ein sehr schönes Pflaster, auch ein sehr hartes Pflaster, wo man, denke ich, viel erleben kann. Wie sind so deine ersten Eindrücke von Schweinfurt? Ja gut, ich war jetzt erst eine Woche in Schweinfurt, da wir die Woche im Trainingslager sind und konnte leider noch nicht ganz so viel sehen von der Stadt. Offenbach ist natürlich die Heimatstadt und ich glaube, Offenbach musst du lieben, um entweder man liebt sie oder man hasst sie und ich liebe meine Heimatstadt. Sascha, man sieht ja auch bei dir, dass du schon ein bisschen älter bist an deiner Haarpracht. Liegt es an der Freundin? Kommt es durch den Sport? Was denkst du? Also mein Schwiegervater hat mir gesagt, seitdem die Frau zu Hause raus ist, hat er weniger und ich mehr. Aber ich glaube, es kommt dann doch eher vom Fußball. Ich habe in den wenigen Jahren schon einiges miterlebt und ich glaube, der Kleine hat mir, man sieht ihn leider gerade nicht, hat mir damals in Offenbach schon das ein oder andere graue Haar übergeben von sich und ich habe sie dann halt beibehalten. Du bist ein Teil von einem sehr traditionellen Verein gewesen. Wie war deine Zeit in Offenbach? Was hast du da gelernt? Was kannst du jetzt den jungen Spielern schon weitergeben? Mein erstes Profijahr war sehr schön. Wir haben am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt in der dritten Liga geschafft, sind mit fast der kompletten Mannschaft dann nach Mallorca geflogen, um dort dann zu erfahren, dass der Verein die Insolvenz angemeldet hat und wir doch abgestiegen sind. Und ich glaube aber, genau aus so Rückschlägen lernt man und deswegen bin ich froh, einfach wieder bei einem Traditionsverein zu sein und hoffe, dass hier ein besserer Weg entsteht. Ja, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Willst du mal die Hessenauswahlgeschichte erzählen? also angefangen hat es ja das Jahr davor. Flo war beim FSV Frankfurt und ich in Offenbach. Da
gab es das ein oder andere hitzige Derby. Ja, zur Winterpause hat der FSV dann 11 Punkte Vorsprung gehabt. Das tut immer noch weh. Am Ende waren wir dann doch der Meister. Und ja, dann sind wir kurz darauf mit der Hessenauswahl zur Süddeutschen Meisterschaft gefahren. Bayern war dabei, Südbaden, Baden, Baden. Eigentlich nur Profis, außer wir. Die ganzen Vereine, ja, SC Freiburg, VfB Stuttgart, alle Spieler mit ihren Ausrüsterverträgen sind dann zu Wertheim Village gefahren, sind shoppen gegangen und ja, die Hessenauswahl hat sich einen Trainer geschnappt und ist, also man muss sagen, wir haben in der Polizeikaserne geschlafen und nebendran war eine riesen Spielhalle und ja, wir haben dann erstmal versucht, unser Geld in der Spielhalle zu verdienen, um auch nach Wertheim Village fahren zu können. Ist, glaube ich, leider nicht so gut geglückt. Ja, wir sind dann nach der Spielhalle wieder ins Hotel und ja, waren dann alle eher pleite. Also es gibt ja Spieler, die sich die Beine rasieren. Sascha, du hast ein anderes Talent. Du bist sehr musikalisch. Kriege ich ja jeden Morgen mit, wenn du duschst oder wenn du halt was anderes machst, bist du am Singen. Oftmals Mallorca-Hits. Dein Repertoire ist groß. Wie hast du dich auf deinen Gesang heute vorbereitet? Man munkelt, das wird heute ein Riesenauftritt. Ja, ich habe mich eigentlich gar nicht so vorbereitet. Die deutsche Musik oder gerade der Schlager, der ist dann doch irgendwo gefestigt bei mir. Und ja, ich gehe da ganz entspannt an die Sache ran und hoffe einfach, dass ich die Mannschaft gut unterhalten kann und keiner mit Kopfschmerzen danach ins Bett muss. Ja, ich denke mal, dass die Kopfschmerzen schon vorher da sind, weil wir heute bei 485.000 Grad ein Spiel haben. Ihr seid live dabei, das war's von uns zwei. Also, alles Gute, Schnüdelfans. Man sieht sich in Schweinfurt wieder. Meinen Brüdern und Schwestern das echte Leben spüren. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Was auch die Freiheit machen, unser Mann, wenn sich jeder verschafft. Und was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Ich hatte grad meinen Tiefpunkt, doch du nahmst mir vieles krumm. Auf einmal da war keiner mehr da und half mir auch nicht du. Jetzt liebst du halt nen anderen und mein Herz schaut traurig zu. Verlieren bei uns, dann ist es allein, dann kann man nicht lösen, dann kann man nicht fallen. Wir haben immer alles, 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 alles. Und du willst mich lösen, das ist es nicht. Back to the left, and then you're so rigid. You better go catch this moment, hope it can pass.
I'm well born to sing.